Hallo Leute und willkommen hier auf Schwandige Öl zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Willkommen zu einem weiteren Part, was seit dem letzten Part passiert. Ich habe nicht viel gemacht, außer ich habe Poseidon, die starke Attacke Fuchtler, erlernt. Und zwar per Attacken-Wiedererlernung. Der letzten Stadt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ihr findet sicher auf dem Internet den Namen dieser Stadt, wenn ihr nach dem sucht. Außerdem habe ich unser schönes Ares weiterentwickelt und trainiert. Es ist jetzt ein starkes Machomai und wird uns sicher in dieser Arena einen guten Dienst erweisen. Außerdem haben wir hier in diesem Haus von diesem netten Herrn da, bekommt ihr die Holzkohle. Und dieses Item habe ich gleich auf Feistfuss gegeben, weil es das einzige Pokémon mit Feuerattacken ist, klar. Aber nun denn, wir gehen natürlich sofort in die Feuerarena und schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich muss noch kurz das erste Pokémon auswechseln zu Poseidon, weil Hypno und Flora können hier in dieser Arena nichts anrichten. Gut, ich weiß nicht, was da passiert. Ah, das ist eine Falltür. Okay, da werden wir wieder hochgetragen. Das ist eindeutig die falsche Falltür. Ja gut, das geht jetzt halt ein wenig. Dann sicher diese Falltür die richtige. Und damit kommen wir auch zum ersten Kampf, wo unser Gyarados auch sofort seinen Dienst erweisen kann. Come out, Typ Feuer, Boden. Kampfhintergrund ist auch sehr schlicht gehalten, aber diese Ringe um die Pokémon haben sich verfärbt. Ich setze mal den Drachenhut ein, weil ich nicht weiß, was sein nächstes Pokémon ist und vielleicht werde ich... Und in Fuchtler ist man da immer gelockt, also das heißt, man muss nochmals Fuchtler einsetzen. Und je nach... Verdammte Scheiße. Die Verbrennung. Gut, wir setzen gar nicht Fuchtler ein, weil ja so eine Verbrennung halbiert ja den Angriff und das wäre nicht schlau. Nochmal hier Verbrennung einzusetzen. Nochmal eine physische Attacke einzusetzen. Drachenwut macht ja glücklicherweise immer 40 Schaden. Ein Schneckmack. Sollte eigentlich kein Problem sein. Nachher können wir einfach unseren einzigen Hyperheiler gleich aus dem Fenster werfen. Härtner! Was ihr da im Hintergrund hört, das ist mein Stuhl. Wenn ich mich etwas bewege, macht er Riesengeräusche. Und ich habe momentan auch keine Zeit mehr einen neuen zu kaufen. Will ich eigentlich auch nicht, weil der ist eigentlich noch sehr gut. Außer den Geräuschen, die er macht. Ist der ganze Schweiß in die Augen gefallen. Ja, das kenne ich. Wenn man Sport macht und dann die Augen voller Schweiß sind, dann hat man das ganze Salz der Tränen, also des Schweißes in den Augen und dann brennt das in den Augen, das ist extrem nervig. Kann mir gut vorstellen, dass das Tier nicht so... Ich finde es auch speziell, dass es hier Falltüren sind, während dem Hochtragen sind es einfach normale Bretter. Aber wenn man wieder draufsteht, dann sind es plötzlich Falltüren. Das muss mir jemand noch erklären. Hey! Ich versuche ja Stress abzubauen. Was fällt dir ein, mich so zu stören? Ein Hitzkopf Hagen, wieder mit einem Schneckmack. Und jetzt können wir endlich die Power von Fuchtler ausprobieren. Ich denke, das wird einigen Schaden an diesem Schneckmack hinterlassen. Die Stärke von Fuchtler wurden eben von der 4. zur 5. Generation von 90 auf 120 erhöht. Und das ist auf diesem Level eine extrem starke Attacke. Ja, das sieht man. Gleich ein One-Hit auf diesem Schneckmack, obwohl die nur 2 Level höher sind. Klar, wir sind ein fucking Poseidon, aber trotzdem.
Flavia wird mich rösten. Meine Güte, was für brutale Methoden hier. Ich vermute jetzt mal, dass die hintere Falltür die richtige ist, wenn schon ein Trainer davor steht. Wir haben in unserem Team extrem viele Feuerschwächen und ich glaube, ich weiß nicht, ob Garados alleine diese Arena machen kann. Deshalb habe ich jetzt auch unser Ares, also unser Macholo, zu Machomai weiterentwickelt. Und werde versuchen, auch mit dem Duo Ares und Hephaistos die Arena zu schaffen. Ares habe ich auch noch den Abschlag verlernt und den Schaufler beigebracht, damit es sehr effektive Attacken hat gegen diese ganzen Pokémon hier in der Arena. Chantal, Kämpferin, haben wir besiegt. Gut, gehen wir wieder runter. Ich hoffe, das ist die richtige. Jetzt habe ich auf den Bildschirm gespuckt. Was mache ich denn? Oh. Können die Pokémon-Team die Hits meiner Pokémon wegstecken? Ich weiß nicht. Werden wir sehen. Ein Schneckbug von Ottbert. Poseidon macht hier einen echt guten Job. Hat keine Probleme gegen diese ganzen Attacken dieser Pokémon. Und mit Fuchtler macht einfach gewaltigen Schaden an jeden dieser Pokémon. Leider geht es noch einige Level, bis es endlich seine stärkste Attacke Nassschweifer lernt. Ich glaube Level 35 oder 34. Ein Volltreffer. Ein Schlitz. Autsch. Jetzt hoffen wir mal, dass wir uns nicht selbst treffen. Mit unserem monströsen Angriff wäre das nicht so schön. Ja, das ist nicht so schön. Ich weiß nicht, ob ich rauswechseln soll. Ich glaube, ich gehe raus. Das macht zu viel Schaden. Und wenn wir es nochmal selbst treffen, dann gefährden wir ernsthaft Poseidon. Und auf Kratos haben wir den Patronenhieb. Mit Priorität können wir so zuerst angreifen. Vor diesem Kecleon. Ich hoffe, er spielt es nicht mit Schattenstoß, wie es die meisten Competitive-Spieler spielen. Einfach mit der Wandlungskunst. So kann man gut Normal- und Kampfattacken aus dem Weg gehen, also vor allem Kampfattacken, die eine Schwäche von Kecleon sind. Und außerdem hat man noch Step-Priorität, das ist sicher nie verkehrt. Das ist sicher der mittlere. Jetzt kommen wir endlich dazu, unsere erste Kumu-Milch einzusetzen. Das ist garantiert der mittlere Balken hier. Oh, es hat nur zwei. Ja, dann ist es sicher der linke. Ja. Super. Ein nächster Hitzkopf. Diesmal Hartmann. Mit einem Kamau. Vor diesem habe ich ehrlich gesagt etwas Angst, weil unser Ares kann ja den Schaufler. Wären aber Kamau. Wenn ich gegen Kamau Schaufel einsetze und es in dieser Runde Intensität einsetzt, dann verdoppelt sich die Stärke von Intensität, weil bei Schaufel gräbt man sich halt zuerst ein. Und in dieser Runde könnte es Intensität einsetzen und gewaltigen Schaden verursachen, weil das ist eine spezielle Sonderregel von Intensität, dass nämlich diese Attacken verstärkt werden. Oh, wir sind ja schon vor ihr. Dann heile ich jetzt mal mit einem Pokémon mit einigen Supertränken. Wir fangen, als erstes kommt ein Schneckmack, wir fangen sofort mit Ares an. Meine Taktik ist eben, uns mit zwei Protzern hoch zu boosten und dann das Team mit Schaufelung extrem stark zu schwächen. Ich muss jetzt schauen, ob diese Taktik aufgeht. Hallöchen! Meine Güte, dieser Gesichtsausdruck. Ich meine natürlich
Du bist ja, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du wenigstens schaffst es nie her. Meine bescheidene Aufgabe besteht darin. Was macht die denn da? Ich meine natürlich, mein Name ist Flavia. Merkt ihn dir gefällig. Ich bin hier die Arenaleiterin, kapiert? Meine Güte, du könntest echt etwas freundlicher sein. Ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Arenaleiterin bin. Ich habe nämlich das Talent meines Großvaters geerbt. Dürfte ich dir, ich meine natürlich, jetzt zeig mir die heißen Attacken, die, jetzt zeig ich dir die heißen Attacken, die wir in dieser Gegend entwickelt und verfeinert haben. Jawohl. Feuer frei! Das hat man auch im Anime gesehen. Immer dieser Hintergrund von Flavia, dass sie nicht noch nicht lange Arenaleiterin ist und deswegen auch extrem schüchtern teilweise noch und noch nicht so weiß, wie sie sich verhalten soll. So, sofort Protzo. Sonnentag. Okay. Jetzt wird's heiß. Ich glaube, ich gehe jetzt schon auf die Schaufel. Ich frage mich einfach, wie Macholo sich da eingräbt. Lichtschild, heilige Scheiße. Okay, mit Spezialattacken können wir gar nichts mehr ausrichten. Oh, saubere One-Hit. Das ist sehr schön. Wenn jetzt Quartel reinkäme, das wäre das sehr schön. Es ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob Schaufel ein One-Hit ist. Es wäre sehr schön. Das wäre gewaltig. Oh mein Güte, es macht Fluch. Das ist gar nicht gut. Senkt Initiative, erhöht Angriff und Verteidigung. Nein, ich glaube nicht, dass das noch ein One-Hit ist. Niemals ist ein One-Hit. Hitzekoller, wir bekommen eine volle Hitzekoller ab. Autsch. In der Sonne. Ah, der Sonnenlicht ist weg. Wir machen jetzt noch mal einen Protzer. Bodyslam. Das macht 15 Schaden. Lichtschild ist weg. Wir machen nochmal einen Protzer und dann soll es sicher reichen, mit einem weiteren Schaufler das zu besiegen, wenn es jetzt keinen Volltreffer macht. Sonst haben wir ein groß. Es boostet sich dagegen mit Fluch. Nein, wir bleiben auf dem Protzer. Das ist unser vierter Protzer, den wir hier raushauen. Und jetzt macht es Sonnentag und jetzt setzen wir den Schaufler ein, um diese Attacke dem nächsten Hitzekoller zu entgehen. So, raus hier. Ab unter die Erde. Genau diesem Hitzekoller. Verdammt! Nein! Wir überleben mit keinem KP. Oh mein Gott. Okay. Ich bin schockiert. Jetzt bin ich sofort auf Hephaistos raus hier. Mein Gott, wie konnte ich so dumm sein? Ich erkläre euch das gleich, wenn ich mich von meiner Krise erholt habe. Bin ich dümmst? Oh mein Gott. Okay, Leute, es ist folgendermaßen. Ich habe Schaufel eingesetzt. Normalerweise würde die nächste Attacke des Gegners immer daneben gehen. Aber, weil ich ja Schaufel eingesetzt, weil ich die Fähigkeit schildlos habe, wurden wir trotzdem getroffen und jetzt verlieren wir unser Hephaistos deswegen. Verdammt.
Ich hoffe jetzt, Ares ist schneller und kann es mit einem schnellen Fußtritt besiegen. Ja, ist es. Allen kein Problem, alles okay. Ich darf mich bei den Kämpfen nicht so verkraften. Verkraften. Ich kann Deutsch nicht. Ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Ich bin ja auch nicht so lange Arena-Leiterin. Ich habe versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verehre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelernt hast. Dafür hast du das hier verdient. Den Feuerorden? Hitzeorden? Hitzeorden wird passen, weil es so viel Hitze... Troller eingesetzt hat. Ja, es ist der Hitzeorden, wie ihr jetzt gesagt seht. Bisher 50 gehorchen uns alle Pokémon, das ist ja schön. Und die Baumstärke können wir einsetzen. Hitzekoller bekommen wir. Ja. Wir haben erst gerade unsere Hephaistos verloren. Leider. Deine Stärke erinnert mich an irgendjemanden. Nur an wen? Oh, jetzt weiß ich, du kämpfst wie Norman, der Arenaleiter von Blütenburg City. Ja, danke, das ist unser Vater. Kommen wir hier irgendwie schnell raus? Ich glaube nicht. Schade. Ah doch, diese Ab... Okay, doch, nicht. Wir müssen uns hinauskämpfen. Ich dachte echt, diese Abschrankung, was denn für ein Satz? Diese Schranke links ist... wäre weg, aber war sie nicht. Sie war vorhin schon so. Meine Güte, irre ich jetzt hier umher? Na gut, bisher bin ich recht gut unterwegs. Hab mir bisher noch alles gemerkt, wo ich hin muss. Gut, gut. Ich habe ganz... Nein, nein, das ist da... Ist das der Start? Ja, das ist der Start. Gut, sind wir draußen. Ah, wir können da runter. Okay. Kein Kommissar. Sind wir draußen? Nein, nicht gleich ein Kampf. Nein, nein. Schwandi, es geht dir gut. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Seit diesem Zwischenfall mit Team Dingsbums habe ich mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht, weißt du? Was? Du hast danach schon nochmal gegen diese Leute gekämpft? Und du hast gewonnen? Du bist echt eine Wucht, Schwandi. Ich habe großen Respekt vor dir und deinem Team. Und dieser Schönfunk mit den Steinen, die du da besitzt, ist das der Meteorit, den du von ihm zurückgeholt hast? Ach ja, hier, das wollte ich dir geben. Das Wüstenglas. Mit diesem Wüstenglas solltest du die Wüste auf Route 111 problemlos durchqueren können. Aber warte mal, das ist ja der Arena-Orden von Bad Lavastadt. Du hast also Flavia besiegt. Schwandi, dein hartes Training macht sich offenbar bezahlt. Dein nächstes Reiseziel ist bestimmt die Arena deines Vaters, Norman, in Blütenburg City, was? Ich will übrigens auch nach Blütenburg City. Wollen wir vielleicht zusammen hingehen? Was meinst du, Schwandi? Natürlich. Alles klar. Dann lass uns sofort aufbrechen. Kann ich mich... Ich dachte, wir laufen jetzt mit ihr zu Fuß dorthin. Ist anscheinend nicht so. Da wären wir. Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich drücke dir beide Daumen für deinen Arena-Kampf. Schwandi, ich will, dass du gewinnst. Mach's gut. Gut, wir müssen noch Hephaistos ablegen gehen, unser nächstes Team-Pokémon erwählen und so weiter. Tut mir leid, Hephaistos. Aber es musste sein. Die Kampfbox. Pandir. Na gut, nicht wirklich. Pontos ist unser neues Teammitglied. Vielleicht etwas. Ein Lombrero, das ich noch trainieren muss. Nicht so schön, aber nicht so schlimm. Also kein Problem. Aber noch unsere Pokémon heilen. Sehr
Jetzt müssen wir direkt den nächsten Arena-Orden machen. Arena-Orden, was ist das für ein Satz? Direkt den nächsten Arena-Leiter besiegen. Ich glaube, mit Poseidon und Kratos bin ich da gut bedient, weil es ist ja die normale Arena und Kratos... Poseidon ist extrem stark und Kratos resistet ja die normalen Attacken. Erst wenn du die zugehörigen Trainer besiegt hast. Huch, die Türen in diesem Raum sind ja schon offen. Also greif mich bitte nicht an. Raum der Initiative. Ja, voll. Rein Raum der Initiative.